Mein Name ist Heiner Kuhls von der Native Power und ich führe Sie heute durch den Aufbau eines Biomalers. Wir haben den Biomaler, der bei Henning Knutzen in Hyro aufgebaut wird, begleitet und möchten ganz gerne an diesem Beispiel die einzelnen Schritte und die Aufbauvoraussetzungen für einen Biomaler dokumentieren. Der Aufbau eines Biomalers hat mehrere Arbeitsschritte, die von den Workshop-Teilnehmern wahrgenommen werden. Dazu gehört zum einen das Befüllen der Säcke oder auch Raschelsäcke genannt, Kartoffelsäcke oder Zwiebelsäcke vorzunehmen. Und die Säcke werden so aufgefüllt, dass sie nicht prall sind, sondern zu zwei Dritteln das Material enthalten, damit sich der Sack und das Material bei dem Aufbau homogen ineinander schließen kann. Der fertiggestellte Wärmetauscher, der auf den Bausteinmatten aufgebracht ist, kann unterschiedliche Formen haben. Bei der heutigen Bauweise eines Rechtecks ist er entsprechend rechteckig. Wenn ein runder Biomaler hergestellt wird, sitzt der Aufbau der Bausteinmatten sehr ähnlich, nur dass die ausgebildete Wärmetauscherschlange eben rund ist. Bei diesem Biomaler bringen wir im Laufe der Arbeitsschritte drei Wärmetauscher in den Biomaler ein. Jeder einzelne Wärmetauscher für sich soll aus einem durchgängigen Rohr bestehen und keine Verbindung haben, damit eine eventuelle entstehende Leckstelle ausgeschlossen ist. Um den Ausschluss einer Leckstelle sicherzustellen, wird auch jeder Wärmetauscher für sich abgedrückt. Und wenn die Wärmetauscher später zu einer Einheit verbunden sind, wird auch der Gesamtverbund der Wärmetauscher abgedrückt und einer Leckprüfung unterzogen, damit wir zum Schluss des Biomalers, wenn wir ihn in Betrieb nehmen wollen, keine böse Überraschung erleben. Zu den Aufgaben und zu den Aufbauschritten des Biomalers gehört es, dass zu jeder Lage von Rohmaterialien, also dem Grünschnitt, eine Wässerung erfolgt. Die Wässerung soll permanent und ständig sein, sodass alle Teile des Biomalers und die gesamte Aufbaufläche kontinuierlich mit Wasser benetzt ist, um sicherzustellen, dass das optimale Klima für die Bakterien geschaffen ist. Das Holzmaterial, also der Grünschnitt, der verwendet wurde, ist zunächst nicht so aufnahmefähig und muss erst in die Situation des Aufquellens hineinkommen. Dadurch fließt am Anfang relativ viel von dem aufgebrachten Wasser durch den Biomaler hindurch und wird über die Teichfolie vom Erdreich getrennt. In diesem Falle ist der Biomaler auf einer Betonplatte aufgebaut und das Wasser fließt in eine Sickergrube. Und aus dieser Sickergrube wird das Wasser zurückgepumpt auf den Biomaler. Der Grund, dass das Wasser, das wir durch den Biomaler hindurchgeben, aufgefangen wird, hat mehrere Bedeutungen. Die eine davon ist, dass die Gerbsäure, die in einer sehr relativ hohen Konzentration auftritt, nicht in das Grundwasser gelangen soll. Und der zweite Grund ist, dass die Bakterien, die bereits sich im Biomaler befinden, nicht ausgewaschen werden sollen, sondern wir wollen diese Bakterien für ihre Arbeit in dem gesamten Biomaler gleichmäßig verteilt haben und nicht durch das Auswaschen verlieren. Die einzeln in den Biomaler eingebrachten Wärmetauscher werden miteinander verbunden. In diesem Falle sind es drei Wärmetauscher, die in einem Kreislauf miteinander arbeiten. Die dort angeschlossene Rohrleitung führt dann zur Heizungsanlage und an der Heizungsanlage wird der Wärmeaustausch über einen Plattenwärmetauscher hergestellt, sodass der Kreislauf des Biomalers von dem Kreislauf der Heizung getrennt ist. Der hier aufgebaute Biomaler von Henning Knutzen hat eben eine besondere Ausprägung, da er in einem überdachten Umfeld in einer rechteckigen Form gebaut wurde. Der Biomaler kann aber jede beliebige Form haben und wird in der Regel außen aufgestellt und ist rund oder eckig. Bei dem Restaurant und Hotel zur Moorhexe in Ottersberg erklärt Herr Dieter Otterstedt noch einmal ganz ausführlich, wie die beiden Biomaler, die dort aufgestellt worden sind, miteinander arbeiten und was er selber für einen Ertrag und einen Erfolg mit diesen Biomalern hat. Ja, wir haben die beiden Biomaler vor circa einem halben Jahr aufgebaut. Und wir haben jetzt ca. 160.000 Liter Wasser von 12 Grad, wie es aus der Erde kommt, auf 50 Grad knapp erhitzt. Und durch den Hotel- und Küchenbereich haben wir auch im Sommer einen sehr hohen Heißwasserbedarf und ich verspreche mir dadurch erhebliche Einsparungen. Die beiden Biomaler bei der Moorhexe sind dazu da, das Brauchwasser, also das Wasser, das aus dem Stadtnetzwerk kommt,
dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Das Brauchwasser geht in einen großen Brauchwasserspeicher, der mit der Heizungsanlage verbunden ist und dann in die Gebäude des Unternehmens. Da der Biomeiler hinter den Betriebsgebäuden aufgebaut ist, ist eine relativ lange Entfernung zu der bestehenden Heizungsanlage zu überbrücken. Und in diesem Falle wurden 25 Meter Fernwärmerohrleitung verwendet. Die Fernwärmerohrleitung verliert auf 100 Meter Entfernung nur 1 Grad an Temperatur. In den vergangenen 2 Jahren hat Native Power mit den vielen Workshops, die abgehalten worden sind, sehr viele Teilnehmer im gesamten europäischen Raum erreicht und ganz besonders auch in Deutschland. Von uns wurden insgesamt 20 Biomeiler aufgebaut und von allen unseren Kursteilnehmern, von denen wir wissen, dass sie den Biomeiler auch gleich umgesetzt haben, können wir davon ausgehen, dass mittlerweile in Deutschland und Umgebung 40 Biomeiler aktiv tätig sind und einen sehr guten Erfolg für ihre Betreiber mit sich bringen.